Hunter Ibi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und hier mit Familie Blender, nämlich dem Bilbo Blender mit seiner Ehefrau, der Bonnie Blender, die jetzt, ja, die beiden sind jetzt quasi schwanger. Hehe, das erste Baby ist unterwegs in diesem doch schon riesengroßen Haus. Und ja, wir haben noch einen Kater, nämlich den Tiger, und einen Hund, den Alex, beides männliche Tierchen. Und ja, okay. Wir suchen, glaube ich, immer noch den Job, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, beide wollen nämlich den gleichen Job haben, nämlich Bildungsminister werden. Also in die Bildung gehen. Und wir hatten, glaube ich, auch schon geguckt gehabt. Oh, wir kriegen Post. Okay. Was ist los? Achso, du was bringst. Ja, Männchen machen. Bringst du ihm das gerade bei, dem Tiger? Nee. Du befreundest dich gerade so ein bisschen, ja, so die, warte mal, sprechen, warte mal, ich geh mal kurz auf Tiger, Frau Pfefferkorn vom Bett ziehen, und so weiter, Tür zu, was, Alex muss 53 Simoleons zahlen, um die Farbe von der angekratzten Tür zu ersetzen und die nun gebrochene Hüfte der armen Frau Pfefferkorn operieren zu lassen, ups, ich wollte zu ihm gehen, Tiger. Energie. Kann ich den loben für Jaulen? Ach, das ist mir eigentlich liebhaben, knuddeln und dann ups, Kommando nach draußen gehen. Ich kann ihn nicht die Toilette benutzen. Okay. Oh, geknuddelt. Oh. Bilbo war ja, also er ist ja hier aufgewachsen in diesem Haus und dann ist er ja nochmal kurz ins College gegangen. Ich gucke nochmal, ob jobmäßig. Oh, das ging ein bisschen rasch. Cool. Und, hoppala, nein. Währenddessen dann jemand. Stinkt hier. Währenddessen hier dann jemand aufgepasst hat. Oh, Alex? Nee, das ist Tommy. Geheimdienst weiter. Und Musik? Nein. Ja, und deswegen Tiger kam dann irgendwann so zum Ende hin irgendwie. In die Familie. Am Anfang waren ja auch Hund und Katze hier, aber die sind gestorben. Gastronomie, nein. Irgendwo müssten doch eigentlich auch noch deren. Okay, heute keine. Deren Gräber stehen, sag mal. Hä? Standen die nicht mal hier? Oder auf der anderen Seite? Nö. Okay. Ich dachte, ich hätte die hier gelassen. Aber anscheinend nicht. Komisch. Die damals noch weggegeben, vielleicht. So, egal. Wir bekommen Post. Ja, komm, du kannst ja auch gleich wieder bezahlen. Okay. Ja, du hast jetzt eigentlich gar nichts weiter momentan zu tun. Och Gott, Fitness müssten wir mal ein bisschen lernen. Und Musik und Tanz dürftest du von deinem Hobby her auch mal angehen. Aber wir machen es einfach mal so. Du gehst erstmal baden und auf die Toilette und dann gehst du mal ein bisschen trainieren. Und ich guck mal mittlerweile, was die Bonnie macht. Okay. Die ist ganz oben. Ich dachte, die schläft die ganze Zeit immer noch. Auch sie hat Musik und Tanz. Und okay, hier oben ragt der Bär. Hier ist ein, naja, die Etage ist ziemlich leer. Und ich habe ja schon gesagt, dass hier in diesem Zimmer, in dem die Eltern quasi von Bilbo gelebt haben oder geschlafen haben, da wird das Baby dann hinkommen. Geld brauchen wir hier nicht unbedingt. Wir haben über 200.000 Simoleons. Von daher ist alles total entspannt, wenn wir jetzt wirklich das noch gar nicht finden sollten. Also die Jobs halt einfach. Und dann markieren wir mal nach und nach da dran. Aber Bonnie, das wäre ganz super, wenn du vielleicht mal was zu essen machen könntest. Mach mal einfach nur einen Chefsalat. Wie haben wir denn? Okay. Okay, so, jetzt möchte ich aber auch noch mal ganz kurz gucken. Der Alex. Der Hund steht aber auch nicht ziemlich am Anfang. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen.
Hier mit dem Peter könntest du vielleicht auch noch mal ein bisschen quatschen. Na gut, okay, wir machen das eins nach dem anderen. Du machst jetzt erstmal ein bisschen was zu essen. Ja, ich bin ja hier voll entspannt, aber ich möchte einfach auch mal ein bisschen ruhig spielen. Ich habe immer Familien dabei, die, keine Ahnung, da habe ich 6 Personen oder so, mit denen ich spielen muss. Ach, wie süß, das ist mal ein Teil, den habe ich noch nicht so oft, diesen Jogginganzug. Den finde ich ja goldig. Ist das eine Katze obendrauf, oder? Was wollte ich sagen? Ja, also da spiele ich dann viele, viele Personen. Und das finde ich dann manchmal halt auch ein bisschen, ja, halt dann nicht so entspannt. Und jetzt kann ich einfach mal hier bei denen ein bisschen entspannen. Muss ich ja nicht schnell durchhetzen, um jetzt dann einfach nur zu sagen, ich hab jetzt einfach nur eine. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, da hinten Bilbo. Na, sie isst auf jeden Fall. Den Rest kannst du danach auch wieder weglegen. Dann würde ich sagen, kannst du erstmal auf die Toilette gehen. Und dann gucke ich nochmal, was habe ich gesagt? Den Peter Ottomas kannst du anrufen. Sim anrufen. Damit wir hier mal ein bisschen beste Freunde wieder werden. Und vielleicht mal mit dem Papa telefonieren. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Damit er sich dann ein bisschen, ja, damit ihr beide euch besser wieder kennenlernt. Das ist die Mama. Das ist die Schwester. Und das ist der Brandon, der eine Bruder. Und Erik, der andere Bruder. Okay, der ist weiter hinten gelandet. Naja, gut, okay. Ist halt einfach so. Verträgt sich halt nicht so gut mit dir. Okay, komm. Geh du mal einfach mal hier essen und danach aufräumen, würde ich mal erstmal behaupten. Und danach gehst du vielleicht ins Bett. So. Das Baby braucht ja auch noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo Tiger momentan ist. Ach Gott, der schläft hier. Och. Du hast... Oh, Alex ist nach Hause gekommen. Oh mein Gott. Der arme Kerl. Komfort und müde und überhaupt. So, mit Peter habe ich gesagt, ne? Nur plaudern einfach. Der schläft jetzt gleich hier ein, oder? Ich hoffe, dass... Komfort... Ja, genau. Gott, Harndrang, Hygiene, Hunger, alles, alles. Alles geht nach unten, der arme Kerl. Und so komfortabel ist es doch da draußen gar nicht, oder doch? Sollte ich mal hier vorne noch so ein Häuschen hinmachen? Macht das Sinn, das quasi vorne hinzustellen? So, sie? Ja, das haben wir zumindest schon mal geschafft. Bester Freund und wenn du mit ihm fertig bist, dann rufen wir noch den Papa an. Und Bilbo geht ins Bett. Oh, bist du schon fertig? So, dann nochmal nächste Sim. Da, den Bernd Braun, das ist dein Vater. Hi, Vati. Ich rufe mal wieder an, um Hallo zu sagen. Oh, René Rosengarten ist kein Familienfreund mehr. Das ist wahrscheinlich von Bilbo ausgehend. Weil sie sind eigentlich... Ach nee, guck mal, René Rosengarten. Okay, dann müssen wir dann auch gleich nochmal anrufen. Das ist ja sonst doof. Und das Teil hier müssen wir mal reparieren. Also, da ich jetzt wirklich nichts anderes zu tun habe. Okay, warte. Dann ruf doch mal doch den René Rosengarten an und danach reparieren wir unseren Computer. Und mit Alex müsstest du dich mal ein bisschen befreunden. Das ist ja krass. So, wo ist ja der René da? Einmal plaudern. Ich spute auch noch mal ein bisschen vor. So, befreundet sind wir zumindest wieder. Ja, das muss halt dann noch ein bisschen ausgebaut werden. Ja. Naja. Ein kleines bisschen halt, ne? Bis 60 hier oben immerhin. Da den Papa, den müssen wir... Ach komm, den kannst du danach nochmal anrufen. Wann, habe ich nicht da oben zumindest Freund vorhin gehabt? Komisch. Na, egal. So, Alex schläft auf jeden Fall hier draußen. Ja.
So, hier den Papa nochmal anrufen. Vielleicht habe ich irgendwas Blödes gesagt, was ihm nicht so gepasst hat. Man weiß es ja nicht. So. Ah, guck mal, hier ist Tiger. Mit dem... Liebhaben, knuddeln. Dann können wir noch loben, für Möbel nicht kratzen. Oh, warte mal, das machen wir zuerst. Liebhaben, knuddeln. Danach... Oh, ja, ja, Balibiora. Muschi. Muschi. Habe ich das wirklich richtig gehört? Muschi. So, Jagdspielzeug spielen. Dann hätte sie eigentlich schon wieder auch ein bisschen Hunger. Ich guck mal wirklich, was im Kühlschrank noch drin ist, weil ich dann nämlich überhaupt keine Ahnung gerade habe. Muschi, Muschi. Buschel, Buschel. Ja, genau. So, Bilbo. Bilbo, kannst mal langsam aufstehen. Du kannst dann mal hier oben ins Bad gehen. Und ich guck mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber guck mal, ob du den Alex dann noch waschen kannst. Ob er zu dir kommt. Eigentlich könnte ich das ja noch so ach, wisst ihr was? Das könnte ich doch machen. Das Zimmer zu einem Tierzimmer, also allgemein einfach Tierzimmer machen. Dann mache ich doch mal jetzt lass mich nur mal ganz kurz überlegen, welches denn am schönsten eigentlich aussieht hier drin. Ich finde die eigentlich ganz toll. Energie 8, Energie 9, Energie 8, Energie 9, 9. Okay, dann wobei, dann nehme ich mal eins davon. Es sind ja zwei Herren, also nehme ich ein blaues und ich nehme noch einen Kratzbaum, den stelle ich noch daneben in blau, achso, warte mal, nach hinten. Und hier auch nochmal eins, so vielleicht mal in dieser Farbe, auf diese Seite und gut, das Essen steht halt hier draußen. Ich glaube, das sollte auch ausreichen. Das macht jetzt nichts, dass es nicht drin steht. Das hier könnte ich aber trotzdem nochmal hier drin reinmachen. Hier eins. Und nochmal was zum Kauen mit rein. Machen wir hier nochmal, keine Ahnung, mitten in den Weg, oder? Und auch nochmal eine Maus. So. Tschakka. Und... gibt es einen Teppich mit... Ja, doch, bestimmt mit irgendwie solchen Tapsen oder so. Mal gucken, was wir dann so haben. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da. Das da. Yay. Und dann noch irgendwas. Ich bin... Aber also das sind... Mit Beeren habe ich ja... Aber doch, ich habe doch auch was, wo Katzen und Hunde, aber halt entweder Katzen oder Hunde. Ja, oder Schmetterlinge. Warte mal, aber wir haben, ja, wir haben Jungs. So. Ja. Ach so, und warte, dann könnten wir vielleicht wirklich noch was an die Wand hängen. So mit Tiere. Hier, guckt mal. So aus in die Richtung. Ach, jetzt habe ich aber gar keinen Platz. Doch. Das mache ich nach oben. Bisschen weiter oben. So. Eigentlich könnte ich dahin auch noch was machen. Warte. Wenn ich doch noch was Passendes finde, was so passen könnte für Hund und Katze natürlich. Da war ein Hund drauf. Da ist ein Hund und ein Papagei drauf. Da ist eine Katze. Okay, wartet. So. Das musste ich jetzt erstmal so. Und dann nach unten. Ach, beides auf einmal geht nicht. So, dann machen wir mal so. Geht das nicht? Schade. So generell, wenn ich das so... Ah, okay. Okay. Also ich mache das mit diesem
rechts von dem scharfen S und dann STRG und Alt und dann setze ich es dran. So, also dann nochmal hier das gleiche. Also erstmal das neben dem scharfen S, rechts davon, nach unten, STRG und Alt und zacka, schaka. Ja, cool. Das ist doch goldig. Dann haben wir ein extra Katzen- und Hundezimmer hier. Weil wir haben ja sowieso genug Platz in dem Haus. Und ich wünschte mir nur, der Alex würde dann mal reinkommen und auch was machen. So, du nimmst was zu essen. Bilbo ist hoffentlich schon längst unterwegs, ja. Der ist selbst oben und die Bonnie. Gut, die isst jetzt auf jeden Fall erstmal was. Und danach kann sie auch mal nochmal eine Runde baden gehen und dann ins Bett. So, wir haben jetzt gleich hier 20 Uhr und ich denke, ich würde jetzt sagen, ich komme lieber nochmal eine Runde hierher. Dann machen wir nochmal eine ruhige Runde hier bei denen. Und deswegen sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Nightown. Ciao, ciao.